Erzähl uns mal, wo du bisher so gespielt hast und wie so deine Eindrücke In der waren. Jugend, ja, ganz lange für St. Pauli gespielt, 12 Jahre insgesamt. Dann gab es auch eine kurze Zeit beim Hamburger Sportverein tatsächlich. Ja, und dann ja, so ein bisschen durch die Hamburger Amateurszene getingelt. Ich war bei Altona, bei Germania Schnelsen. Dann gab es eine längere Zeit bei Barmbek-Uhlenhorst. Ich war zwischenzeitlich bei Poppenbüttel. Ja, dann gab es noch hier und da etliche andere Stationen und jetzt mittlerweile bei Viktoria 2. Ihr seid mit Viktoria 2 in der Bezirksliga Nord auf Tabellenplatz 1. Seid ihr eigentlich auch direkt aufgestiegen? Ja, so wie es jetzt aussah, tatsächlich, ich glaube schon. Ganz durch ist es ja noch nicht. Ja. Hier wissen wir es erst am 22.06. Aber ich gehe davon aus. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal großartig sich was verändern wird. Und von daher, also ich bin nächstes Jahr in der Landesliga. Sag mal, bleibst du eigentlich auch bei Viktoria nächste Saison? Jetzt platzt die Bombe. Nein, 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 alles gut. Ja, ich habe meine Zusage gegeben tatsächlich. Ich bin ja jetzt seit letztem Jahr mit dabei und fühle mich super wohl, super Truppe, extrem jung, für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu jung. Da kann gerne mal die ein oder andere Erfahrung mitspielen. Aber die Jungs machen das super. Unser Trainer, spielender Trainer, David Eibecher, macht das super. Macht sich Ach, er viele ist Trainer. Gedanken. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, siehst du mal, ja. Er macht das aktuell mit Michel, unserem anderen Trainer, sehr, sehr gut. Muss ich echt sagen, lassen sich immer wieder neue Dinge einfallen, neue Reize. Und ja, macht einfach Spaß. Und ich jetzt mit 30 genieße da ein bisschen Status und kann mir ein bisschen was rausnehmen. Von daher ist auch mal ganz nett. Was machst du aktuell alles so außer Fußball? Ich mache so einiges. Also ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement, arbeite für einen Online-Shop als Social Media Manager, bin da tatsächlich auch zuständig für Instagram, Facebook, YouTube. Kennt sich aus. Ja, so ein bisschen bin da tatsächlich auch im Content-Bereich, im Marketing. Ich habe auch nebenbei noch einige andere Projekte, was Social Media angeht. Ich habe einen Podcast mit einem relativ bekannten Amateurfußballer auch hier in Hamburg, mit Stefan Winkel. Kenn ich den Mann. Ja, sonst, damit bin ich eigentlich auch mehr oder weniger ausgelastet. Da gibt es noch ein paar Freunde, die man sich so mit den Jahren antut, sage ich mal. Und dann ist man auch schon relativ voll. Ja, so sieht es aktuell aus. Du hast ja 2018 mit Stefan Winkel, hast ja schon erzählt, einen Podcast gestartet. Die Wortabzugkarten, viel mehr will ich gar nicht sagen. Erzähl uns doch mal, wie ist es dazu gekommen? Die Idee ist relativ spontan zustande gekommen. Da muss ich tatsächlich auch der Ehefrau von Stefan Props da lassen. Ja, die hat uns mal begleitet bei einem Essen und uns zugehört, wie wir so über Gott und die Welt geredet haben. Tatsächlich über Deutschrap dann auch mal und dann auch über Fußball. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, so, ich habe zwar keine Ahnung, worüber ihr so redet, aber es hört sich immer interessant an, wenn ihr euch austauscht und macht doch Ja. mal ein bisschen was draus. Und Stefan und ich kennen uns ja auch eine Weile und irgendwie hatten wir dann immer mal Lust, was Eigenes zu machen. Und dann kam der Podcast, kam die Idee und seitdem ziehen wir das so durch. Thema ist relativ einfach. Zwei Fußballer, kann nur ein Thema geben. Wir reden über Fußball, beleuchten so ein bisschen den Spieltag in der Bundesliga, was so passiert ist, gucken international, was da für News reinkommt, Transfergerüchte. Wir hatten sehr viele Formate, wir hatten ein Champions League-Format, wir hatten Interviews und ja, sind ja, so knapp einem Jahr jetzt dabei oder fast 2 Jahre schon. Und macht auf jeden Fall immer noch Spaß, ja. Gab es für dich oder was sind so deine Höhen und Tiefen? Was ist so dein besonderer Moment gewesen? Da gibt es natürlich zwei Stück so, die einmal die Einladung zum Lehrgang von der deutschen Nationalmannschaft zu U16, was für mich relativ überraschend kam zu dem Zeitpunkt, was aber eine Riesenerfahrung war. Ganz, ganz krasse Spieler mit dabei gewesen, Marvin Knoll mit dabei gewesen, Sascha Wiegalke, unter anderem auch mal ein Weltstar mittlerweile, Toni Kroos und so. Und dann mit solchen Spielern da auf dem Platz zu stehen, da hat man auch gemerkt, ach, hier ist nochmal was ganz, ganz anderes unterwegs. Das war ein Riesenerfolg für mich. Wir sind mit der A-Jugend damals aufgestiegen in die Bundesliga und durften dann nochmal A-Bundesliga spielen, was ein Riesenerfolg war.
Ich hatte noch eine Einladung zu U19 Nationalmannschaft für die türkische Nationalmannschaft damals dann, wo ich dann schon beim HSV war, was auch nochmal so ein klein bisschen die Bestätigung war für meine Qualität, für das, was ich kann. Da gibt es so viele im Amateurbereich auch. Ich hatte die beste Zeit für mich bei Poppenbüttel. Und das war mit die unterste Liga, die ich jemals gespielt habe, in der Bezirksliga, dann später in der Landesliga. Aber da gibt es viele, viele Puzzleteile, die dann am Ende so ein Bild ergeben, das dann sehr, sehr schön ist. So. Deswegen kann ich kann kein Puzzleteil rausnehmen. Das würde den auch den anderen Sachen nicht gerecht werden, auf jeden Fall. Du hast in der Jugend, hast du ja schon erwähnt, bei Pauli und für HSV gespielt. Die Tatsache, dass ich für beide gespielt habe, hat mich dann auch mehr oder weniger so ein bisschen von den Vereinen entfernt, weil man dann doch die Strukturen und die Leute dann dahinter kennt und dann immer was komplett anderes ist. Es war ja auch bei mir eine riesen lange Geschichte. Ich habe, wie gesagt, 12 Jahre bei St. Pauli gespielt und die Anfrage vom HSV damals kam gefühlt jede Woche beziehungsweise jedes Jahr mindestens einmal. Und deswegen war es so ein langes Hin und Her, bis ich mich dann am Ende entschieden habe. Und klar, Leute sind dann immer wieder enttäuscht, weil sie natürlich auch irgendwie Erwartungen an dich haben. Aber da darf man dann auch mal ein bisschen egoistisch sein und sagen, ich will vielleicht den nächsten Schritt machen oder ich sehe mich bei einem anderen Verein besser aufgestellt. Und dann ist das schon cool und schön, dass man selber dann entscheiden darf und entscheiden kann, dass man sagt, ich wechsle jetzt den Verein. Ja, du hast in deiner Karriere auch gerade in der Jugendzeit mit sehr vielen Jungs zusammengespielt. Wie verfolgst du die Jungs? Stehst du noch in Kontakt mit denen? Erzähl mal ein bisschen was. Gefühlt hat man irgendwie alle noch im Auge, guckt immer noch nach links und rechts und wie die so ihren Weg machen tatsächlich. Mit manchen verliert man mit den Jahren auch den Kontakt so, was aber auch gar nicht böse ist, was gar nicht schlimm ist. So. Man hat sie trotzdem immer irgendwie im Auge. Man fiebert trotzdem mit so. Es sind so viele, man das fällt immer gar nicht so viel ein. Ich meine, als Hamburger hatte ich auch mal das Vergnügen, dann auch mal beim älteren Jahrgang zu spielen. Ich als 90er Jahrgang bei den 89ern und dann fällt dann halt ein Name. Das ist Super. Chopo. So, und was der für einen Weg gemacht hat, ist auch unfassbar. Er spielt einfach bei PSG mit Weltstars. Er selber ist mittlerweile ein Weltstar. Braucht man nicht drüber reden, hat einfach unfassbare Qualität. Bester Amateurfußballer Hamburgs. Ja, da gibt es nur einen, und zwar mich selbst. Ganz klare Geschichte. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mit so viel guten Jungs zusammengespielt. Da kann ich so gesehen keinen explizit rausnehmen. Da gibt so viele Spieler, auch Spieler, die jetzt nicht mehr aktiv sind, die aber so gut waren, wo man sagt, ja, geht gar nicht. Aber wenn ich explizit einen nehmen muss, damit sie untereinander keinen Streit haben, weil ich weiß, die Jungs sind auch Nimmst untereinander du dich befreundet, selber, ne? dann nehme ich mich selber. Ganz Alles klar. bescheiden. Dein bester Trainer bisher. Da gibt es tatsächlich einen, den ich hervorheben muss. Mein damaliger Auswahltrainer, ich bin bis heute sehr begeistert, was Wahnsinn. er mit uns gemacht hat, wie er uns, ja, wie er mit uns umgegangen ist, welche Dinge er reingebracht hat. Das ist Stefan Sim. Ich weiß auch aktuell nicht, was er macht, ob er tatsächlich noch im Trainerbereich tätig ist. Angefangen hat er bei Mainz 05 als Videoanalyst für Jürgen Klopp, war dann später auch nochmal bei Freiburg und und. Leider konnte ich seinen Werdegang dann nicht mehr so krass verfolgen. Aber ich muss sagen, jeder, der 90er Jahren im Auswahl mittrainiert oder mitgespielt hat und ein paar Lehrgänge gemacht hat, weiß ganz genau, was für ein Trainer er war. So, und hat mich bis heute geprägt, auf dem Platz, neben dem Platz. Das war mit Abstand mein bester Trainer.